Heute werde ich diesem Yoshi einen Fallschirm bauen, sodass er sicher jeden Sturz überleben kann. Wer von Anfang an mit dabei war, der weiß, dass der Bau des Yoshi-Fallschirms das erste Projekt war, aber auf dem ich auf YouTube zu sehen war. Und hier ist übrigens Codename Carl. Damals auf James Games mit Janis und Linus erbaut. Am ersten Teil sind wir gescheitert. Haben ich und Linus dann noch ein bisschen weitergebaut. Aber es kam nie zur Vollendung. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, es ist Zeit, das Ganze ein für alle Mal zu beenden und den Yoshi-Fallschirm zu bauen. Los geht's. Durch meine langjährige Expertise im Yoshi-Fallschirmbau weiß ich, dass man zuerst den Sicherheitsgurt bauen sollte, dass man was hat, wo man den Fallschirm anbringen kann, weil der Fallschirm an sich ist fast mit das Leichteste. Ich denke, ich soll es vermutlich so machen. Ich habe hier eine Beinschlaufe. Dann auf der anderen Seite nochmal so eine Beinschlaufe. Dann noch eine Arm-Halsschlaufe. Dann sollte er, denke ich, sicher befestigt sein. So, ich habe die beiden Beinschlaufen. Die ziehe ich ihm jetzt so über den Fuß. Und dann werden die hier in der Mitte mit dem Karabiner zusammengeklippt. Und dann hat man hier so diese Grund. Wenn man jetzt noch so eine Neckschlaufe hat, dann hält der recht sicher. So, mal sehen, ob es so klappt, wie ich mir denke auf Anhieb. Ja, wunderbar. Sicherheitscheck. Hier am Karabiner das Fallschirmgeschirr festmachen und da ist gar kein Zweifel, dass das hält. Also, da kann man machen, was man will. Für den Fallschirm eignet sich wunderbar einfach der gute alte gelbe Sack. Damit ich diese Dinger hier verwenden kann, ohne dass es zuzieht, werde ich jetzt hier überall drumherum einmal festtackern. Und jetzt noch Schnüre dran befestigen, nicht zu kurz am besten. Und dann gleich mal schauen, ob es auch funktioniert, so wie ich es mir denke. So, jetzt der klassische Fallschirmrenntest. Das klassische Problem, dass sich der Fallschirm nicht gescheit öffnet. Auf jeden Fall funktioniert es so halbwegs. Muss man noch ein bisschen mehr testen. So, jetzt das Ganze noch am Yoshi-Karabiner festknoten und dann mal schauen, wie es funktioniert oder ob es funktioniert. So, das ist auf jeden Fall doch nicht schlecht. Der Yoshi kann hier so fliegen. Meinen ersten Indoor-Probetest. Ich habe nicht allzu viel Hoffnung, weil Fallschirme brauchen eine gewisse Höhe. Kacke! Das könnte doch funktionieren. Yoshi. Das ist doch ein Anfang. Ich würde sagen, morgen geht's zum großen Test an der Uni. Ui, das verändert. So, nachdem die ersten Tests hier mit dem billigen Plastikschirm nicht so erfolgreich waren, habe ich gedacht, ich nehme die Nähmaschine und rüste auf. Operation Nähmaschine wurde hiermit beendet, da die Nadel abgebrochen wurde. Ja, komplett kaputt. Habe einmal drin gezogen, dann war die Nadel weg. Nähen ist nichts für mich. Ich denke mir was anderes aus. Anstatt weiterzunähen, montierte ich einfach Schnüre an dem Bettlaken und führte einen ersten Test durch. Guck mal, Florian in einer richtigen Survival-Aktion. Jetzt, das ist der. Der Yoshi, da muss der auch so springen können. Es kann kein Fallschirm auf die Distanz. Aber actually wäre es nicht so beschissen. Für Faltet gewinnen hätte er sich, glaube ich, sogar geöffnet. 2, 1. Ey! Das war eigentlich ganz gut. Der war ehrlich gut. Nachdem die ersten Tests vielversprechend aussahen, beschlossen wir einen ersten Testflug von der Uni vor dem großen Finale mit Janis zu machen. Unter dem Jubel der Zuschauer flog der Yoshi sanft in Richtung Boden.
So, heute sind wir nochmal an der Uni zum Yoshi-Fallschirm-Testen. Diesmal mit dem Original, mit dem ich es auch damals gebaut habe, dem Original James Games. Der wird sich jetzt die Vollendung des Projekts anschauen. Ja, aber ich habe mir überlegt, um das Ganze noch so ein bisschen besser zu machen als beim letzten Mal, werden wir den Yoshi-Fallschirm noch etwas modifizieren, dass er weiter fliegt und nicht nur direkt nach unten fällt. Weil es hat eigentlich recht gut geklappt, sonst muss ja noch besser werden, sonst wäre es ja sinnlos. Also habe ich vor, die vorderen Leinen ein bisschen zu kürzen, dass der Schirm quasi so schräg hängt und dass er dann so runterfliegt, also so quasi vorwärts gleitet. Das ist jetzt das Ziel und dann wird er von da oben zum Test erstmal runtergeworfen. Wie geht's, Yoshi? Trotz dieses dürftigen Erfolgs beschlossen wir, zur hohen Abwurfzone zu gehen. Es hat geklappt. Ah ja? Der ist nach vorne geflogen. Ja, nice. So, da ist er. Oh mein Gott. Yoshi, geht's dir gut? Nach diesem Erfolg machten wir uns bereit für den größten Stunt in der Geschichte der Yoshis. Also Plan ist jetzt von da oben, Yoshi zu zweit zu werfen, dass er sich schon geöffnet hat und dass er dann hier diesen Hang runtersegelt wie so ein Paraglider. Aber ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Also wenn es funktioniert, würde ich sagen, krass ist das Stunt in der Geschichte der Yoshis. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass Yoshi verenden wird. Das hoffe ich tatsächlich eher weniger. Wenn es nach Plan läuft, launchen wir den Yoshi da irgendwo hindurch. Gott, das will ich. 2, 1 und go! So, ich habe es jetzt den Yoshi falsch ums Ende gebracht. Das letzte hat nicht mehr ganz geklappt, aber hatte ich nicht allzu viel Hoffnung. Ja, wie dem auch sei, nochmal vielen Dank natürlich für die 100 Abos. Finde ich sehr, sehr schön. Und zur Feier des Tages empfehle ich euch heute nicht wie sonst ein Video, sondern es gibt einen kleinen Zusammenschnitt an alten Videos von mir. Den euch dann natürlich, wenn euch da was gefällt, könnt ihr euch gerne das Video anschauen. Und ich schaue jetzt mal, ob ich mir auch hätte einen Fallschirm hätte bauen sollen. Auf jeden Fall liken und abonnieren. Und abonniert natürlich auch mich. Scheiße, nicht wieder!